meine Lieben, ich grüße euch heute zu einem neuen Video und zwar gibt es ein Unboxing, aber ihr habt gesagt, dass euch die Unboxings irgendwie so ein bisschen langweilen und demnach möchte ich heute das Ganze vermischen mit Fragen, die ihr mir auf Instagram gestellt habt, also Q&A-Time ist es heute und nebenbei packe ich so ein bisschen die Box aus, probiere vielleicht so ein bisschen was und ich hoffe, euch gefällt diese Videoidee. Bitte schreibt mir mal unten in die Kommentare, ob euch dann die Unboxings besser gefallen oder ob sie so oder so blöd sind. Wir beginnen gleich mal mit der ersten Frage und dabei wühle ich mich so ein bisschen durch die Box. Wie zufrieden bist du mit deiner LASIK-OP? Wie ist deine jetzige Sehschärfe? Sehr gute Frage. Mich sprechen da täglich Menschen an, egal ob auf Instagram oder auch auf YouTube. Ihr wartet alle sehnsüchtig auf das, auf dieses Video, auf das Fazitvideo. Ich habe ja schon zwei Videos dazu hochgeladen, die verlinke ich euch unten in der Infobox. Einmal das Vorher-Video und dann die OP an sich, wie das ganze Prozedere an sich verlaufen ist. Und jetzt möchte ich oder werde ich definitiv noch ein Fazitvideo drehen und das wird aber noch kommen. Aber warum ich das noch nicht gemacht habe, nicht weil ich keinen Bock habe, sondern weil die Behandlung noch nicht abgeschlossen ist. Das zieht sich bei mir leider etwas länger hin, weil an einem Auge das Ganze nicht so funktioniert hat, aber es ist jetzt stetig besser und besser geworden. Ich habe Mitte Dezember meinen hoffentlich Abschlusstermin und da kann ich dann mehr sagen. Ansonsten bin ich aktuell sehr zufrieden, bis auf, dass es halt hier eben am linken Auge so ein bisschen Problematiken oder Probleme gab, aber dazu bald mehr. Was ich eigentlich eingangs sagen wollte, bevor ich das Video anfange, ist, es geht, also ich habe ja meinen Namen geändert in Madeleine Pia und da gab es auch ein bisschen Kritik und auch für den Kanaltrailer. Also da durfte ich mir wirklich wieder einiges anhören. Ich habe bei dem Kanaltrailer, habe ich mir eigentlich nur gedacht, also ich habe mir aus einigen meiner Lieblingsvideos von mir, habe ich mir Teile rausgeschnitten, die mich meiner Meinung nach am ehesten widerspiegeln, ja. Also das geht einfach darum, zum Beispiel viel von meinen Reisen, sehr viel Emotionen, Unboxings, meine verpeilte Art, also ich finde zumindest, dass ich teilweise sehr verpeilt bin, ja. Das wollte ich eigentlich in diesen Kanaltrailer packen, verschiedene Ausschnitte aneinandergereiht, damit ihr eigentlich seht oder damit ihr seht, wie ich bin oder worum sich's auf meinem Kanal dreht. Und das kam nicht so gut an, was ich sehr schade finde. Ich stehe dennoch nach wie vor dazu, weil ich mag den Kanaltrailer trotzdem. Er zeigt auch verschiedene Jahre, ja, also er zeigt mich in verschiedenen Facetten. Und ich hoffe, dass mit dieser Erklärung vielleicht die Zweifel oder ja, da so ein bisschen mehr Verständnis geschaffen wurde, warum ich den Kanaltrailer so gewählt habe, wie ich ihn gewählt habe. Warum habe ich meinen Namen geändert? Hannilenchen ist Geschichte. Es gibt, ich habe einfach das Gefühl, Hannilenchen wurde schon immer so ein bisschen belächelt, ja. Klar, allgemein, wenn man Videos von sich ins Netz stellt, muss man mit, ja, blöden Kommentaren oder ja, da muss man einfach mit Kritik rechnen, was auch vollkommen okay ist. Aber Hannilenchen ist einfach weg. Madeleine Pia gefällt mir persönlich sehr, sehr viel besser. Es gab auch einen Kommentar, warum sich jetzt jeder deutsche YouTuber nach seinem eigenen Namen benennt. Also das ist ja nicht mein voller Name, erstmal so. Und zweitens macht es nicht jeder. Also es machen viele, weil viele eben schon einige Jahre YouTube machen und eben am Anfang einen anderen Namen hatten. Und meine Kanalthemen, das hat sich ja alles komplett geändert. Und deswegen habe ich den Namen geändert. Und viele schreiben ja auch nicht Hallo Hannilenchen, sondern Hallo Madeleine. Ihr wisst meinen Namen, ja. Und auch schon, als ich noch vor einer langen Zeit, als ich noch Hannilenchen war, ja. Das bleibt immer ein Teil von mir. Und aber jetzt ist Madeleine Pia am Start und genau, so viel noch zum Kanaltrailer und zur Namensänderung. So, jetzt gucken wir mal, was hier so drin ist in der Degusta-Box. Jetzt habe ich ja wieder, oh mein Gott, es sind Jelly Beans drin. Ich will diese Jelly Beans. Ich hätte nicht zuerst auf den, oh Gott, ich hätte nicht zuerst auf diesen Zettel gucken sollen. Das ist übrigens die Oktoberbox. Ich bin mal wieder sehr, sehr früh dran. Oh Gott, sind da leckere Sachen drin. Nein, ganz ruhig, Madeleine, Contenance. Contenance, das könnte eine Lieblingsbox werden, aber wir bleiben jetzt mal ganz ruhig und packen nach und nach aus und dann kommen irgendwann die Jelly Beans. Ja, aber das ist auch so geil. Das ist dieses Nippolino, Leute. Das, oh
Gott, das ist so lecker. Das sind diese Keks- und Nussstückchen drin. Das war ab und zu schon mal drin in der Box, jetzt schon sehr lange nicht mehr. Aber es ist wieder drin und ich liebe das. Also das ist so lecker. Das gibt es doch auch schon lange, ne? Schon sehr, sehr lange auch in diesen längeren Verpackungen. Und das ist jetzt, Momentchen. Ah, hier, Nippolino, 2,69 Euro, köstliche Haselnuss-Nougat-Creme mit Cerealien. Super, geiles Produkt, absolut. Und, oh Gott, auch, oh je, oh je. Oh, Teezeit, es ist ja wieder Teezeit. Und auf der Arbeit jeden Tag trinke ich aktuell sehr, sehr fleißig auch meinen Fit-Tee. Das liebe ich ja, das Zeug. Das, also da bin ich momentan süchtig danach und ich merke auch, ich bin ja heute ungeschminkt, wie ihr seht. Es tut mir übrigens leid, mein Aufzug, aber ich hatte jetzt so Bock, irgendwie Videos zu drehen, aber nicht mich dafür sonderlich zurechtzumachen. Ich komme gerade von der Arbeit und so sehe ich aus, wenn ich von der Arbeit komme. Sehr gediegen, ich sehe auch relativ blass aus, aber wurscht. So, auf jeden Fall zwei Tees von Lipton und ich liebe Ingwer, also ich bin ein absoluter Ingwer-Junkie, ja. Meine beste Freundin sagt immer, wenn es dir nicht gut geht, also so erkältungstechnisch, wir haben ja jetzt die Jahreszeit dafür, ja, dann Ingwerstückchen frische rein in den Mund, beziehungsweise mit Honig auch noch und dann drauf rumkauen. Super Tipp. Ich grüße dich, mein Schätzchen. So, und hier haben wir White Green Tea Ginger, also Ingwer, Lemon. So sieht das Ganze aus. Super, absolut mein Ding. Und dann noch ebenfalls grüner Tee, Lemongrass, Hibiskus und Pomegranate, wie heißt denn das auf Deutsch? Granatapfel. Ja, das sind diese beiden Teesorten, absolut mein Ding. Und ich finde auch perfekt für diese Jahreszeit. Wobei dieses Hibiskus-Teil, das könnte man ebenso gut auch im Sommer trinken. 2,49 Euro das Stück. Da ist übrigens auch Vitamin C drin. Und Moment, wie viele? 3 Minuten müssen die übrigens ziehen bei 90 Grad. Wo haben wir denn die Stückzahl? 20 Beutel sind da drin. Super, geilo. Also absolut mein Ding, ja. Gucken wir noch ein Produkt und dann beantworte ich die nächste Frage. So. Ach, geil. Sea Salt Crackers und zwar von Vasa. Wenn es einem mal nicht so gut geht, Knäckebrot. Kennt ihr das? Esst ihr auch, wenn ihr Magenprobleme habt, Knäckebrot. Aber ich esse das auch so total gerne. Wenn ich mal keine Lust auf irgendwas habe, dann esse ich Knäckebrot. Finde ich auch besser als mit irgendwelchen Gewürzen oder so. Da stehe ich mehr drauf, weil da kannst du vielleicht auch mal irgendwie einen Frischkäse, Ziegenkäse oder sonst irgendwas draufklatschen. Nächste Frage. Bist du im Moment zufrieden mit deinem Leben, so wie es ist? Oi. Gute Frage. Ach Gott, Allah. Bin ich zufrieden? Also ich habe jetzt einen Jobwechsel hinter mir und ich liebe meinen neuen Job. Ich mag meine Kollegen sehr gerne. Demnach bin ich sehr zufrieden. Also, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe genug zu essen und ich habe wundervolle Freunde. Also, ich bin so, so dankbar. Ich sage das ja sehr oft, weil ich ja meine Freunde schon jahrelang habe. Also, es sind natürlich auch im letzten halben, dreiviertel Jahr Freunde dazugekommen. Aber der Kern, ja, so, das zählt schon zur Familie. Also einige Menschen zählen für mich schon zur Familie, weil ich sie entweder, weiß ich nicht, schon 25 Jahre kenne, ja, oder eben in guten wie in schlechten Zeiten, ja. Wir sind schon, ne, wirklich immer füreinander da und wir verurteilen einander auch nicht. Auch wenn es Sachen gibt, die nicht gut sind, die man gemacht hat, ja, dann verurteilen diese Menschen mich oder ich andersrum sie auch nicht, ja, weil, ja, dass einfach wahre Freundschaft ist und ich bin auch nächstes Jahr, aber das erzähle ich dann gleich. Da kommt, glaube ich, noch irgendeine Frage mit der Familie und so. Okay, aber das kann ich jetzt trotzdem erzählen. Ich bin nämlich zweifache Trauzeugin 2018. Also ich wurde zweimal gefragt, ob ich nicht die Trauzeugin sein darf und ich bin so stolz und so dankbar und einfach, ich freue mich über diese Ehre und hoffe, dass ich das Ganze zu der Zufriedenheit der Bräute auch einfach mache. Und wenn ihr schon mal Trauzeugin wart, bitte schreibt mir unten in die Kommentare sämtliche Tipps, To-Do-Listen, an was ich unbedingt denken muss. Ich brauche eure Tipps, ja. Also ich habe mir schon sämtliche To-Do-Listen aus dem Internet gezogen, habe schon mit den Bräuten Kontakt aufgenommen, dass die mir solche Listen ausfüllen, was, wie, wann, wo, Wünsche und so weiter.
Aber mir ist es wichtig, dass das Brautpaar einen wunderschönen Tag erlebt und diesen Tag nie wieder vergisst, ist der schönste Tag im Leben von den beiden sein wird. Und ja, also 2018 stehen sehr viele Hochzeiten an, von denen ich, wie gesagt, von zwei Trauzeugen sein darf. Und das ist ja eine große Ehre. Ich freue mich. Nächste Frage. Wieso willst du umziehen? Warum will ich umziehen? Ja, ich wohne mitten in München, mehr oder weniger, ja. Also ich habe nur ein paar Minuten zum Sendlinger Tor. Und so gern ich auch diese Nähe zur Innenstadt hatte, ich wohne ja jetzt schon, seit wann wohne ich in München? Seit 6 Jahren, über 6 Jahren schon. Sommer 2011 war es. Und mir reicht's, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich möchte einfach gern so ein bisschen mehr Grün. Ich hätte gerne eine größere Wohnung. Ihr kennt ja meine Wohnung. Ich verlinke euch gerne meine Roomtour unten in der Infobox. Ihr habt zwar alle gesagt, oh, ist das eine süße, tolle Wohnung mit Liebe eingerichtet. Definitiv. Also, aber ich wohne jetzt schon über 2 Jahre und ich möchte gern irgendwie was Größeres. Ich möchte nicht irgendwie so in einem Tigerkäfig drin sein. Und deswegen auch so wieder so ein bisschen Richtung Familie ziehen. Ich würde dann nach München pendeln. Also damit hatte ich kein Problem. Ich arbeite dennoch sehr gerne in München, das muss ich auch dazu sagen, aber wohnen tue ich hier nicht gerne. Schon allein früh ist es ein Kampf, Leute, ich sag es euch, in der U-Bahn. Ja, ihr glaubt mir das nicht. Das ist nicht mehr lustig. Es ist nicht mehr lustig, was ich an blauen Flecken habe. Ja, ohne Scheiß. Weil zwischen, egal wann ich fahre, ob um 7, ob um 8, sonst irgendwann, es ist proppenvoll Millionen Menschen, ja. Und das macht einfach keinen Spaß. Da habe ich früh schon gar keinen Bock mehr. Und das ist es, warum ich lieber pendeln würde aktuell. Und deswegen möchte ich auch umziehen, aber in erster Linie auch, weil ich näher bei der Familie sein möchte. Genau. Jetzt holen wir mal hier noch was raus. Und zwar, oh, Knickknacks. Das ist so, oh, ich darf ja nicht für eine andere Marke Werbung machen, oder? Nein, wie auch immer. Die sehen auf jeden Fall aus wie Knickknacks. So. Und die sind von Lorenz, die Fluffy Nuts. So sieht es aus. Ein neues Produkt. Es ist das Produkt des Monats. 1,49 € für alle Erdnussfans. Und das ist jetzt mit Paprikageschmack. Das gibt es aber auch mit Meersalz und Creme fraiche. Sehr lecker. Für zwischendurch immer mal gut, beziehungsweise abends zu einem Spieleabend hinzustellen oder so. Finde ich das super cool. Dann haben wir eine, das ist ja wieder was für mich, ihr wisst, Single-Haushalt, ja, und es muss schnell und einfach gehen und vielleicht nicht allzu ungesund sein. So, haben wir hier die Tomatensoße Basilikum, mild und würzig, super, haue ich mir in den Topf und fertig. Bio-Feinkost für 2,59 €. Und das ist jetzt genau die Basilikum-Variante. Ich liebe Basilikum. Man kann das für Lasagne auch verwenden, in Suppen oder eben zu Nudeln. Und ja, finde ich klasse. Jedes Mal, wenn sowas in der Degusterbox ist, ich sage es auch immer dazu, weil ich bleibe auch dabei, dass ich das gut finde. Dann Flamingos. Oh, da muss ich irgendwie direkt an die USA denken. Da gibt es ja auch in Las Vegas Strip. Da gibt es ja auch so ein Flamingo-Hotel. Da haben wir nämlich damals gefrühstückt. Irgendwie erinnert mich das jetzt daran. Flamingo-Cookie, die sind Mürbekeks mit Vollmilchschokolade, aber die sind rosa. Leute, das ist auch so was Schönes zu verschenken für 99 Cent. Miami Endlos. Stimmt, Flamingos stehen ja eigentlich für Miami. Naja, ich habe es jetzt einfach mal mit Las Vegas assoziiert, wie auch immer. Auf jeden Fall lecker, das ist schön. Das ist so, also das sieht doch echt einfach nur schön aus. So ein Geschenk dazu für 99 Cent einfach mal rosa Kekse. Sehr schön, freue ich mich. Nun kommen wir zur nächsten Frage. Was ist dein nächstes Reiseziel? Mein nächstes Reiseziel. Also, ich möchte dieses Jahr unbedingt noch in den Urlaub und es wird vermutlich nach Weihnachten irgendwo, ich schätze mal USA oder so sein oder einfach nur eine Woche Strandurlaub. Also, ich kann euch noch nicht so genau sagen, weil eigentlich war ja mein Plan New York. Nach Weihnachten, weil ich unbedingt New York in New York Central Park Schlittschuh laufen möchte und die Weihnachtszeit in New York mitnehmen will. Und dann nach Las Vegas weiter und dann zum Britney Spears Konzert. Das war eigentlich der Plan. Jetzt gucken wir mal, inwiefern sich das noch umsetzen lässt. Oder, also ich werde dieses Jahr definitiv noch in Urlaub fliegen, aber ich weiß noch nicht ganz genau wohin. Wie gesagt, vielleicht auch nur eine Woche in die Sonne. Haut gern mal eure Tipps unten rein, was man so Ende des Jahres machen kann. Anfang nächsten Jahres werde ich lerne jetzt, oder ich möchte jetzt gerne ganz fleißig bis dahin noch Spanisch lernen, werde ich nach Peru fliegen 2 Wochen. Das werde ich vor diesen ganzen Hochzeiten machen. Und dann, ich habe nämlich noch sehr viel Resturlaub,
möchte ich, jetzt kann ich es ja von der Zeit her auch, weil ich, wie gesagt, noch so viele Urlaubstage habe, 4 Wochen Australien. Genau, Australien slash Neuseeland. Mal schauen. Nächste Frage. Wie ist deine neue Arbeit? Das habe ich ja schon beantwortet. Ich hatte gar nicht mehr die Frage auf dem Schirm, aber meine neue Arbeit ist toll. Ich gehe jeden Tag gern rein. Ja, ich freue mich, dass ich dort sein darf. Nächste Frage. Wann möchtest du eine Familie gründen? Oh, ja. Ganz, ganz schwieriges Thema. Natürlich, also ihr wisst ja, das habe ich glaube ich schon sehr oft gesagt, dass ich ein absoluter Familienmensch bin. Ich liebe Kinder über alles. Ich liebe meine Familie. Familie ist Prio 1, dann kommt erstmal lange, lange gar nichts. Also ihr wisst, ich zähle auch einige Freunde zu meiner Familie, ja. Deswegen Familie ist Prio 1, dafür lasse ich alles stehen und liegen, dann kommt erstmal lange gar nichts. Und wie ihr auch wisst, wollte ich schon sehr jung Mama werden. Was heißt sehr jung, so zwischen 20 und Mitte 20? Ja, auf ein, zwei Jahre kommt es nicht drauf an, nagelt mich da bitte nicht fest. Aber ja, da das einfach ja nicht absehbar ist und ich werde ja jetzt auch nicht erst in 5 Jahren 30, ja, glaube ich, dass das Thema Familie sich für mich einfach schon erledigt hat. Viele werden jetzt sagen, Madeleine, du bist doch noch so jung. In euren Augen ist 27 auf jeden Fall jung, ganz klar. Und es ist ja auch noch nicht alle Tage Abend. Aber für mich, ich habe das immer sehr genossen, dass meine Familie oder meine Eltern sehr jung sind, meine Großeltern sehr jung sind. Die waren ja Anfang 20, als ich dann auf die Welt kam. Und das fand ich immer toll. Und ich wollte es genauso. Also ich wollte, wenn alles gepasst hätte, wäre das natürlich auch toll gewesen. Hat's aber nicht. Und ja, jetzt die Jahre streichen so ins Land, ne? Und deswegen habe ich eigentlich mit dem Thema für mich schon fast abgeschlossen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich möchte einfach nicht, dass meine Kinder irgendwann gefragt werden, so ja, ist diese alte Frau deine Mutter? Ne? Also wisst ihr, was ich meine? Und das ist überhaupt keinerlei Wertung, ja? Also bitte nicht böse nehmen, ja. Ich habe nichts oder ich verurteile keine älteren Mütter oder Väter, um Gottes Willen, ja. Aber ich für mich möchte das einfach nicht, beziehungsweise möchte das für mein Kind nicht, ja. Immer leben und leben lassen, das ist ja auch meine Entscheidung. Und deswegen, ja, wann möchte ich eine Familie gründen? Das, die Frage habe ich gerade versucht, sehr ausführlich zu beantworten. Allerdings, ist es vermutlich bei mir erstmal oder vermutlich kein Thema mehr, aber dafür bin ich eine gute Tante und ich liebe, wie gesagt, Kinder und ja, Tante, Patentante, dann gehe ich eben darin auf und ja, nicht als Mutter. Nächstes Produkt aus der Degusta-Box. Ja, jetzt kommen die Jelly Beans. Genau. Och Gott, Leute, ich liebe Jelly Beans. Da könnte ich mir so einen anfressen, ohne Scheiß. 3,19 €. Da sind auch so viele Sorten. Kennt ihr diese Jelly Beans? Und ich finde, die, also nur die Originalen schmecken. Alle anderen können dir in die Tonne treten, meiner Meinung nach. Und die kleben auch nicht so in den Zähnen. Och Gott, es gibt nichts Besseres als Jelly Beans. Mag ich auch viel mehr als jetzt zum Beispiel Gummibärchen oder so. Oder Schokolade. 36 verschiedene Sorten. Geil. English Blackberry. Oh Gott, Bubblegum ist so lecker. Strawberry Smoothie. Also, wenn ihr sie noch nicht probiert habt, bitte probiert sie, denn das ist einfach nur geiler Shit. Dann haben wir noch ein bisschen was zum hinter die Birne kippen. Prima. Eierlikör. Sehr lecker. So ein bisschen Baileys-mäßig sieht es aus. Und zwar, das ist eine kleine Flasche. Die große kostet 9,95 €. Hurla Hoop heißt das Ganze. Mit unserem Eierlikör verbindet man das süße Leben der 50er Jahre. Sehr schön. 16% Alkohol, cremig, lecker und eignet sich als Aperitif zum Backen oder in der Mädelsrunde. Sehr schön. Geht nicht bald wieder Bachelor los? Dann auch hier. Mädelsrunde bei mir daheim. Bachelor gucken. Nächste Frage. Welche Tagescreme benutzt du? Sorry, aber sowas interessiert mich immer total und du hast mich schon mit einigen tollen Produkten angefixt. Ja, danke schön. Meine Tages- bzw. meine Gesichtspflegeroutine kommt in den nächsten 2, 3 Videos. Genau, das wollte ich jetzt nämlich gleich im Anschluss drehen. Deswegen würde ich da jetzt weniger dazu sagen, aber mit dem Versprechen, das Video wird kommen. Schauen wir mal, machen wir jetzt nochmal mit dem Produkt weiter.
zwei Stück, und zwar Rauch mag ich sehr gerne. Und da haben wir zwei tolle Säfte drin, einmal Cranberry und einmal Mango. Da mache ich mir jetzt auch direkt gleich einen auf. 1,29 Euro das Stück, und zwar Orange 100%. Die kleinen neuen bringen viel mit, sie liegen gut in der Hand und sind wieder verschließbar. Das ist ein halber Liter, das sieht gar nicht so aus, oder? Halber Liter, cool. Was probieren wir aus? Cranberry oder Mango? Cranberry, habe ich jetzt Bock. So. Ja, das schmeckt super lecker. Ist auch gut für die Blase, das hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt. Genau. Da ist übrigens 20% Cranberry und 10% Apfel, also 30% Fruchtgehalt. Meine süße Maus, dein Delicious, fragt, wann sehen wir uns endlich wieder? Mausi, komm zu mir nach München. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Dann machen wir hier mal ein bisschen Mädels-Time. Nein, oder ich besuche dich auch mal in der Heimat. Schauen wir mal. Ich hoffe auf jeden Fall von ganzem Herzen, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Nächstes Produkt. Sehr gut, japanische Minze. Jetzt, ich merke nämlich schon, wie ich krank werde. Von Kaiser. Das kostet 1,39 Euro. Bonbonmeister. Zeigt ein starkes Herz mit gefüllten japanischen Minzebonbons. Super. Freue ich mich. Auch in der Familie. Auch in der Arbeit, wenn man mal kein Kaugummi reintun kann und so das Gefühl hat, man braucht irgendein bisschen was Neutrales im Mund, ist Minze immer gut. Oh nein, ein Pechkeks. Scheiße. Wir machen ihn mal auf. Auch das noch, ein Pechkeks. Der steht hier auch nicht mal drauf, ne? Ich bin verflucht, Leute. Ich sag's ja immer, Karma kommt zurück, ne? Will ich wissen, was da drin... Wollt ihr wissen, was da drin steht? Die anderen lachen nicht mit dir, sondern über dich. Ja, das ist aber nichts Neues, dass ich ausgelacht werde, das weiß ich schon. Aber das stört mich gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn sich jemand über mich lustig macht, ich lache dann meistens mit. Letztens hat man nämlich so einen Spielenachmittag und da gibt es so ein Spiel, also man zieht eben Karten, ja, die ganze Runde. Der eine ist, weiß ich nicht, oh Gott, ich kann die ganzen Fachbegriffe nicht. Auf jeden Fall gibt es eben halt, wie heißt denn dieses blöde Spiel? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es eben einen, der sagt an, ne, so der Chef, die und die und die. Und ich habe den Narren gezogen, ne? Und mein Kumpel noch vorher so, ja, du ziehst bestimmt den Narren und so wird der zu dir passen. Und habe ich das aus hunderten von Karten nicht tatsächlich den Narren gezogen? Ernsthaft? Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. So, ui cool, von Luvos eine Repair-Maske. Ich liebe diese Masken. Mit Buchenknospen-Extrakt und naturreiner Heilerde. Super. Also Luvos ist eine ganz, ganz tolle Sache. Das ist ein Geschenk in der Box. Und die letzten beiden Produkte. Und dann kommen noch ein, zwei Fragen, glaube ich, habe ich gesehen. Oettinger alkoholfrei. Wie gesagt, ihr wisst ja, dass ich gern alkoholfreies Bier daheim habe, weil da kann ich mir immer Besuch einladen. Und die können dann ganz toll auch wieder nach Hause fahren. Hopfig, frisch und isotonisch. Also hier, so sieht es aus. Jetzt gucken wir mal, was der ganze Spaß kostet. Der Sixpack kostet 2,94 Euro, also vollkommen okay. 100% Biergeschmack, kalorienarm, alkoholfrei, isotonisch, herbes Bier. So, meine Hübschen, das war hier die Box. Also ich muss sagen, ich finde die mal wieder Granate, ehrlich gesagt. Ah, hier kann man auch ein Latte Macchiato aus diesem Kaffee machen. Da hat man dann aber auch gleich so richtig ansitzen. Also ich zumindest, warmer Alkohol, ich freue mich schon auf die Glühweinzeit, da, wobei letztes Jahr oder vorletztes Jahr wollte ich mir einen Eierpunsch bestellen, habe ich nicht gekriegt, musste ich ernsthaft meinen Ausweis vorzeigen, meine Arbeitskollegen haben sich den Arsch abgelacht, jeder hat einen gekriegt, nur ich nicht. Naja, so auf jeden Fall, das war jetzt die Box und ich finde die ehrlich gesagt super cool, auch mal wieder eine meiner Favoritenboxen, mein absolutes Lieblingsprodukt aus dieser Box ist natürlich... Das hier, diese Jelly Beans, oh Gott. Aber ich muss auch sagen, dass ich ganz toll finde die Säfte und die Tees. Die Maske ist super. Aber ja, das ist natürlich auch der absolute Knaller. Also für mich eine absolute Favoritenbox, auch für den Preis. Vielen Dank an die Gusterbox. Ihr könnt unten gerne mal in die Infobox schauen. Ich verdiene auch an diesem Video nichts und auch an der Box nicht, wenn ihr die bestellt.
Ja, also nur so viel zu dem Thema. Jetzt kommen wir zu den letzten Fragen. Oh Gott, ich glaube, das wird ein mega langes Video. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ist dir kalt, Daniela Korneck? Ja, mir ist immer kalt. Ich bin ein sehr, sehr, sehr verfrorener Mensch. Meine Frage, woher du Claudia Effenberg eigentlich kennst und wie viele Tage in der Woche machst du nochmal Sport? Also ich kenne die Claudia von einem Event, also irgendwie haben wir uns über Instagram, glaube ich, haben wir da kommuniziert und dann bin ich zu einem Event von ihr eingeladen worden, das war 2015, das war super cool und seitdem haben wir immer mal wieder Kontakt und jetzt habe ich ja auch ein Dirndl bei ihr gekauft, wie ihr in dem letzten Video gesehen habt. Es ist übrigens, da habe ich eine Instagram-Umfrage gemacht, es ist das Türkise geworden. Fast hätte ich zwei gekauft, entscheiden konnte ich mich eh nicht, aber das Türkise hat definitiv gewonnen. Sehr, sehr schick, das werde ich auch zu einigen Hochzeiten tragen. Ja. Und wie viele Tage mache ich in der Woche Sport? Also meistens sind es 3 Tage. Also aktuell gehe ich 2-mal zum Ballett und 1-2-mal ins Fitnessstudio in der Woche, aber so kann man das sehen, so 3-mal, im Durchschnitt 3-mal. 4-mal ist schon sehr, sehr selten aktuell. 3-mal die Woche mache ich Sport. Ja, jetzt habe ich auch wieder einen neuen Fitnessplan. Also wenn euch das auch interessiert, gerne mal Bescheid sagen. Und ja, jetzt höre ich aber auf. Oh Gott, schon 30 Minuten fast dieses Video. Gott, muss ich vielleicht noch ein bisschen schneiden, gell? Naja, auf jeden Fall danke ich euch sehr, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid, wenn es so sein sollte. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen eine tolle Zeit und bis zum nächsten Video. Ciao.